Captive Minecraft. Eine Vanilla Survival Map, die in letzter Zeit aus dem Boden schießt und sogar an den Erfolg von Skyblock anknüpfen kann. Die meisten großen deutschen Let's Player haben diese Map schon gezockt und es gibt inzwischen sogar einen Teil 2 und 3 von dieser Map für die Minecraft 1.8. Vielleicht haben sich aber manche von euch schon mal gefragt, wie kann das eigentlich funktionieren, dass sich das Gameplay anfühlt, als würde da ein Mod hinten dran stecken, obwohl ich mir doch eigentlich nur eine einzelne Map runtergeladen habe. Das hat mich mal interessiert, ich habe das für euch rausgefunden und das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten neuen Mapmaking-Video im neuen Stil. Ich habe jetzt für euch viel vorbereitet und möchte euch jetzt hier im ersten Video mal ein bisschen zeigen, wie funktioniert eigentlich Captive Minecraft. Es gibt da in der Funktionsweise in den drei verschiedenen Teilen ein paar Unterschiede, aber grob gesehen funktionieren sie alle gleich. Wer diese Map jetzt noch nicht kennt und sich nicht spoilern lassen will, keine Angst, ich werde in diesem Video so gut wie gar nicht spoilern. Und Captive Minecraft, das ist vom Prinzip her, es ist abhängig von euren Achievements. Ich gehe mal hier Escape Achievements, da sehe ich eine dicke Liste. Alles Dinge, die man in Minecraft erreichen kann. Und für jedes Achievement, für jeden Erfolg, den ihr bekommt, erweitert sich die World Border um einen halben Block. Nun, ich könnte das jetzt einfach mal hier vorspielen, aber wir sind ja hier Mapmaker und wir arbeiten mit Commands. Zum Beispiel mit dem World Border Command, wo ich einfach mal den World Border nicht auf 3 für 6 Achievements setze, sondern auf 250. Und jetzt können wir uns endlich frei hier bewegen, in die einzelnen Chests reingucken, aber hey, ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, ich spoiler ja nicht. Was wäre, wenn ihr alle Achievements schaffen würdet und vielleicht darüber das doppelte Anzahl nochmal hinaus? Das ist natürlich nicht möglich, aber dann würde man hier durch den Abgrund kommen und eventuell zu einem neuen Raum vorstoßen, der, hui, was haben wir denn hier? Oh, das sieht mir jetzt doch nach einigen Command-Blocks aus und das ist es, das ist die Logik, die hinten dran steckt. Für alle, denen Commands und Command-Blocks gerade nicht so viel sagen und die sagen, Moment mal, das ist für mich alles noch Neuland, vielleicht hier ein kleiner Abriss. Also Commands, damit kann man in Minecraft verschiedene Dinge beeinflussen, zum Beispiel allseits bekannt ist der Time-Command, mit dem man in der Nacht einfach mal so Tag machen kann. Es geht aber noch mehr und vor allem in der 1.8 wurde da einiges hinzugefügt. Zum Beispiel geht schon seit einigen Versionen der Z-Block-Command, mit dem man hingehen kann und zum Beispiel einfach mal aus Erde Gold machen. Damit man das nicht alles von Hand eingeben muss, gibt es sogenannte Command-Blocks, in denen man diesen Command auch einfach einspeichern kann und ihn dann per Knopfdruck aktivieren. In der 1.8 ist jetzt eine neue Funktion hinzugekommen, die man hier auch schon sieht, und zwar die World Border. Und die kann ich natürlich auch per Command einstellen und sie auch einfach mal so auf wenige Blöcke reduzieren. Und genau das haben wir in Captive Minecraft. Bevor es jetzt zurück in die Hauptwelt geht und wir uns nochmal ganz genau angucken, was dort eigentlich passiert, vielleicht noch ein paar kleine Dinge. Ich gehe mal schnell hier hin. World Border Set, das ist nämlich dieser Befehl und macht das mal ein bisschen größer. So, jetzt ist sie wieder ganz weit weg. Denn es gibt noch zwei Dinge, die ich euch davor erklären sollte. Als allererstes, was ist eine Clock? Eine Glock ist zum Beispiel hier ein Hopper gegen einen anderen geschalten, der, wenn man ihn aktiviert, die ganze Zeit ein Item hin und her transportiert und dabei über einen Comparator ein Redstone-Signal ausgibt. Das ist letztlich genau dasselbe wie dieser Knopf hier, nur dass es periodisch immer wieder passiert und der Nutzer selbst gar nichts machen muss. Und hier, wie man gerade schon im Chat sieht, ja, der gibt die ganze Zeit einfach nur High aus. Ja, soviel zur Command-Block-Technik, jetzt müssen wir noch eine letzte Sache wissen, und zwar, was ist das Scoreboard? Scoreboard kann man sich so vorstellen, das ist eine Minecraft-interne Werteverwaltung. Dort habt ihr zum Beispiel Zugriff auf die Anzahl der Tode von einer gewissen Person oder wie viele andere Spieler er schon getötet hat. Aber ihr könnt genauso alle Werte aus den Statistiken auslesen, also zum Beispiel wie viele Meter er schon gerannt ist. Und jetzt kommen wir eben genau zum Knackpunkt, damit ist es auch möglich herauszufinden, welche Achievements ein bestimmter Nutzer schon erreicht hat. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück in Captive Minecraft hinein, denn genau das ist jetzt das, was hinter der Map selbst eigentlich steckt.
Jetzt sind wir also zurück in der Map und mit unserem Basiswissen, das wir jetzt haben, können wir nun auch einige Prozesse hier etwas besser verstehen. Zum Beispiel erkennen wir hier gleich in der Mitte, das ist eine von mir gerade eben entschärfte Itemhopper mit einer Enderpearl als Item darin, der nicht mehr tickt, weil ich wie gesagt das Item gerade rausgenommen habe. Und wenn man hier so ein bisschen rumfliegt, dann erkennt man, dass die ganze Logik irgendwie in zwei Ebenen aufgeteilt wird. Ich würde mal sagen, wir fangen unten an und arbeiten uns dann nach oben. Also was haben wir hier? Wir haben in der Mitte wieder diese Hopper-Clock, wie gesagt, ohne Item inzwischen. Und die triggert die ganze Zeit in regelmäßigen Abständen diese Command-Blocks außen. Also genau dieses Muster, was wir hier gerade sehen, wird die ganze Zeit geprüft. Ja, und was ist da drin? Wenn wir uns genau den Score angucken, dann sehen wir hier zum Beispiel Diamonds to You. Diamonds to You ist ein Achievement, das man bekommt, wenn man von einem anderen Spieler bzw. einem anderen Spieler einen Diamanten schenkt. Gehen wir einen Schritt weiter, fliegen wir zu einem anderen Command-Block, dann sehen wir hier zum Beispiel, dass hier auf Into Fire getestet wird. Ja, und so werden wir jetzt, wenn wir hier umherfliegen, ganz viele verschiedene Tests sehen, letztlich nach allen Achievements, die der Spieler so bekommen kann. Ja, und was ist, wenn jetzt so ein Achievement tatsächlich erzielt wurde? Dann wird hier ein Signal ausgegeben, das Ganze läuft in einen Dropper rein und dieser Dropper gibt ein Item aus an eine Chest. Das ist eine ziemlich geniale Geschichte, die sie sich hier ausgedacht haben, denn damit ist es möglich, dass man ein Achievement genau einmal nur erreichen muss, damit das Ganze quasi gespeichert wird. Denn dieser Dropper gibt das Item dann nur ein einziges Mal in die Chest selbst hinein und die gibt dann ein konstantes Signal aus. Und wenn wir jetzt das hier uns nochmal im Detail angucken, dann werden dadurch immer ein paar Command-Blocks getriggert. Gehen wir zum Beispiel mal zu einem anderen Command-Block. Hier haben wir Getting Wood, eines der ersten Achievements, was ihr bekommen könnt. Wenn ich jetzt hier unten mal den Command-Block reingucke, dann ist das ein ziemlich langer Command, den wir aber trotzdem mit unserem Wissen jetzt verstehen können. Und zwar wird dann dem Spieler, der dieses Getting Wood hat, eine Score Board-Variable erhöht, und zwar um 1, das werden wir gleich noch brauchen. Außerdem wird einem Fake-Player namens Captive Achievements 1 erhöht, das werden wir auch gleich noch brauchen. Und dann kommt noch ein Text, und zwar, dass der World Border vergrößert wurde, dadurch, dass ein Nutzer dieses Achievement bekommen hat. Aber Moment mal, der World Border wurde doch bis jetzt noch gar nicht von uns beeinflusst. Ja genau, und da verlassen wir nämlich die erste Ebene auch schon wieder und gehen mal nach oben und gucken, was uns die Welt hier zu bieten hat. Hier haben wir jetzt letztlich das Gegenstück dazu. Hier wird jetzt immer wieder getestet, ob zum Beispiel dieser Fake-Player Captive Achievements einen Wert für diese Total Achievements, also die Anzahl der Achievements, die er insgesamt hat, von einem bestimmten Wert, zum Beispiel in diesem Fall 13 hat. Wenn er das hat, wird ein Signal ausgegeben. Und was passiert dann? Dann wird als allererstes mal gesagt, dass jetzt der World Border sich vergrößert. Dann wird der World Border tatsächlich vergrößert. Und dann wird noch verschiedene Sachen gespawnt. Tatsächlich spoilere ich an dieser Stelle ein bisschen, denn ich sage euch, dass durch das Vergrößern der World Border manchmal Tiere gespawnt werden. Und jeder, der die Map schon selbst gezockt hat, der weiß, das ist tatsächlich so. Und das ist letztlich schon die ganze Logik. Es ist also gar nicht so viel, aber viel Idee im Detail. Denn wir haben, wenn wir nochmal was anderes angucken, hier zum Beispiel den Test auf 21. Und dann wird hier wieder ausgegeben, dass sich der World Border vergrößert hat, wird tatsächlich vergrößert und es wird ein Schwein mal wieder gespawnt. So viel zur Theorie. Ein paar andere Sachen sind hier aber dann durchaus noch interessant und jetzt muss ich leider ein kleines bisschen spoilern, deswegen, wer das nicht sehen will, spult am besten eine Minute nach vorne. Wenn ihr etwas weiter im Spiel seid und etwas höher geht, dann wird dort, Achtung Spoiler, ein Gas gespawnt. Und vielleicht haben manche bemerkt, der kommt ja immer wieder. Und das ist diese Mechanik, die wir hier noch sehen, die ist tatsächlich so herausragend, dass ich es unbedingt im Video mit zeigen muss. Diese Technik hier erlaubt uns, dass ein Arrow, also ein Pfeil, ausgeschossen wird, wenn der Spieler sich in Reichweite des Spawns des Ghasts befindet. Dann wird ein Pfeil ausgespuckt und der Ghast gespawnt mit dem Summon-Befehl, einfach Summon Ghast und dann die Koordinaten genauso wie auch bei dem Testbefehl. Und was dabei passiert, ist, dass dann aber noch zusätzlich ein Pfeil ausgegeben wird, der 5 Minuten lang in diesem Button hier stecken bleibt, sodass ein Ghast nur alle so und so viele Minuten, in dem Fall alle 5 Minuten, gespawnt werden kann. Ja, und das war letztlich auch schon die ganze Logik.
Natürlich gibt es dann inzwischen dann noch ein paar Änderungen, zum Beispiel in Captive Minecraft 3 verändert sich ja sogar die World Border, je nachdem, wer man sich bewegt. Und es gibt inzwischen auch ein Update, dass diese einfachen Hopper Clocks durch sehr viel schneller arbeitende 20 Hertz Redstone Clocks austauscht, was das Ganze wieder spielbar macht in einer neueren Version und natürlich auch wesentlich schneller. Aber im Ganzen ist das die Idee, die hinter Captive Minecraft steht. Also fassen wir das am besten hier nochmal zusammen. Als allererstes, es gibt ein Scoreboard. Dieses Scoreboard speichert für jeden Spieler, welche Achievements, also welche Erfolge er denn schon erreicht hat. Dann geht die Logik hier im Hintergrund hin und testet, was der Spieler als gerade eben als Achievement so erreicht hat, speichert das ab, gibt eine Nachricht aus, dass jetzt die World Border sich vergrößert hat und spawnt dann entsprechend noch Tiere oder so weiter und vergrößert die World Border natürlich auch. Ja, und dann ist es natürlich jetzt dem Game Designer oder dem Mapmaker selbst überlassen, was alles möglich gemacht wird. Zum Beispiel hier Captive Minecraft typisch, kommt man dann mit der Zeit immer mehr an Chests ran und kann damit immer mehr Erfolge erzielen. Aber die Logik selbst, die ist tatsächlich da hinten versteckt und wenn man sich mal so anguckt, eigentlich total einfach. Deswegen stelle ich mich jetzt hier wieder hin, sage World Border Z1 und bin eigentlich so da, als wäre nichts gewesen. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zusehen, das war also das erste Video im neuen Stil. Ich muss zugehen, ich war ein bisschen aufgeregt, im Idealfall kommt sogar Ende der Woche eine neue Serie, wo ich euch die ganzen Basics mitzeigen möchte. Mal sehen, wie das so läuft. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen, die Sonne geht unter und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Mapmaking-Video wieder. Bis dahin, tschüss!